Willkommen zu Teil, ich glaube, 3 von Ich habe Stellaris im Angebot gekauft. Was mache ich hier eigentlich? Ja, und zwar schauen wir mal hier, was wir hier machen. Also wir haben immer noch diese eine neue Outpost-Sternenbasis, die hier gebaut wird. Ist gerade 64% fertig. Jetzt ist dieses System hier auch fertig vermessen. Da könnten wir auch eine bauen. Und das Forschungsschiff ist gerade in diesem System hier, wo wir sehen, da ist so ein Symbol von einer kleinen Erde. Und das bedeutet, wir haben eine bewohnbare Welt gefunden. So, und bei dieser Welt handelt es sich um eine Tomb World, also ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Grabwelt vielleicht, keine Ahnung. Und das bedeutet, das war mal eine Welt, wo irgendeine Zivilisation drauf gelebt hat, die sich selbst vermutlich durch einen Atomkrieg oder sonst irgendetwas ausgelöscht hat. Die ist bewohnbar, sie ist nicht so besonders toll bewohnbar. Man kann sie mit einer gewissen Technologie könnte man sie wieder terraformen, dass sie wieder eine normal bewohnbare Welt wird. Und es gibt Völker, die anfangen mit einer Toleranz gegenüber diesen Welten. Na, also das wäre jetzt die erste Welt, die wir gefunden haben, die wir besiedeln könnten. Allerdings werden die Leute da wahrscheinlich nicht sehr glücklich drauf sein. Gut, es kann weitergehen. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Mineralien angespart. Das heißt, wir können hier ein Gebäude bauen. Also die Distrikte hier, das ist sowas wie halt Gebiete, die man ausweist, was da hauptsächlich passieren soll. Die stellen die einfachen Ressourcen her, wie zum Beispiel Energie, Mineralien und Nahrung. Das sind die hier. Und mit den Gebäuden kann man dann die komplexen Ressourcen zum Beispiel herstellen, wie die Konsumgüter, die Legierung, Influence nicht, aber Unity. Es gibt Gebäude, die stellen Einigkeit her und auch Forschung. Es gibt Gebäude wie hier das Forschungslabor, die Forschung produzieren. Dann gibt es hier noch die strategischen Ressourcen. Auch für die gibt es Gebäude, die herstellen, aber die können wir momentan noch nicht bauen. Wenn wir jetzt hier so gucken, was uns am ehesten fehlt, dann sehen wir, wir kriegen ein bisschen wenig von den Konsumgütern und Alloys kann man sowieso immer haben. Also bauen wir mal diese zivilen Industrien. Die stellen Konsumgüter hier. Man sieht, dass das Symbol von den Konsumgütern ist hier oben und hier ist das Symbol von den Legierung, also ist das ein Gebäude, was Legierung herstellt. Das hier, das Monument, könnte man auch bauen. Das, ich wollte eigentlich gucken, was das hier, ja genau, hier sieht man es. Das sind Kulturarbeiter, die stellen Unity und soziale Forschung her. Und es kostet Consumer Goods. Also das Problem ist, wenn wir das jetzt bauen, würde dieses Plus pro Runde, was wir kriegen, noch weiter sinken und darum bauen wir jetzt erstmal die zivilen Industrien hier. Gut, kann es weitergehen. Ah, jetzt ist unsere Sternenbasis hier fertig. So, das ist jetzt quasi so ein Außenposten, der momentan noch nicht so wirklich viel macht. Er hat eine Kampfstärke von 145, das heißt, meine Flotte würde jetzt nicht reichen, um das System zu erobern, wenn es nicht meins wäre. Aber so. Aber eine Flotte, die nur doppelt so groß wäre, 6 Schiffe, was ich haben könnte, wenn ich Schiffe gebaut hätte, würde schon reichen. Also ist das jetzt nicht so besonders als Verteidigungslinie gedacht, sondern halt mehr, um halt zu anzuzeigen, dass das System mir gehört. Ich kann sie upgraden. Dann könnte ich eine Station wie diese hier draus machen, in meinem Heimatsystem. So, hier. So, die ist schon geupgradet, das heißt, sie hat hier 2 Modulplätze und einen Buildingsplatz.
Da habe ich jetzt ein Trade Hub drin, das gibt mir Handelspunkte und ein Shipyard. Dort kann ich hier Schiffe bauen. Aber ich lasse es erstmal bleiben, ich will das erstmal nicht upgraden, weil. Ah, toll. Weil momentan habe ich zu wenig Rohstoffe. Und es macht auch nicht wirklich Sinn an der Stelle. Ja, wo wir gerade nichts zu tun haben, so richtig. Also das ist der Outliner, das ist alles, was erstmal Sachen sind, wo ich Entscheidungen habe. Und das hier ist das quasi die Regierungskarte, wo wir dann einen Überblick haben über unser Empire, wo wir hier gucken können, was für Modifikatoren haben wir, was für Beziehungen haben wir. Okay, meine Güte. Ja, hier steht, was für ein diplomatisches Gewicht wir haben. Das kommt aber erst zum Tragen, wenn wir Leute getroffen haben. Hier stehen, wann die nächsten Wahlen sind. Hier könnte ich sagen, ich möchte bitte meine Regierungsform ändern oder so. Aber das lassen wir auch mal bleiben. Und dann haben wir auf dieser Seite. Ah ja. Klar, auf der Tomb World hat er jetzt eine archäologische Stätte gefunden. Die können wir mit Wissenschaftlern ausgraben. Ah ne, doch nicht auf der Tomb World, sondern auf einer benachbarten Welt. Okay. Die können wir ausgraben, aber das macht jetzt doch keinen Sinn. So, also, was ich eigentlich zeigen wollte in diesem Video. Und wozu ich jetzt wieder mitten im Weg bin, okay. Ist hier dieses Menü. Hier haben wir eine Übersicht quasi über alles. Also hier oben haben wir die Ressourcen, hier haben wir den Outliner mit Planeten und Schiffen hauptsächlich und Sternbasen. Und hier haben wir halt alles. Hier sehen wir zum Beispiel, welche Kontakte wir schon haben. Also wenn wir Leute getroffen haben, finden die sich hier. Und dann kann man dann auch sortieren nach bestimmten Dingen. Zum Beispiel, wer ist in welcher Föderation zusammen mit wem? Wer hat Krieg gegen wen? Oder wer ist stärker als ich? Wer ist schwächer als ich? Das kann man hier alles sich angucken, kann hier oben dann noch sagen, ich will bitte nur die Empires sehen und keine anderen, oder ich möchte bitte nur die Fallen Empires sehen, oder ne, also das gibt hier verschiedene Einstellungen, die man machen kann. Und man hat hier die Möglichkeit, direkt, wenn man andere Empires schon kennt, auf die zu klicken und mit denen zu reden. So, dann gibt es hier Situationslog. Also das ist eine Übersicht über all diese Anomalien, die man gefunden hat und über all diese Research-Projekte, die man machen kann. Zum Beispiel hier haben wir etwas, wo wir, können wir sagen, Track on Map, dann sehen wir hier, das ist die archäologische Ausgrabungsstätte hier oben. Dann haben wir hier, wo ist das? President Dolores Muvanga was elected on a platform of bringing our monthly minerals surplus up to at least plus 30. Also die hat sich wählen lassen mit dem Wahlversprechen, dass wir plus 30 Mineralien im Monat kriegen. Das sollte machbar sein, indem wir zum Beispiel hier einfach noch Mining District bauen. Na, wenn man die Mandate erfüllt für die demokratisch gewählten Politiker, dann bekommt man Boni. So, und hier unten haben wir dann so einen Handlungsstrang, wo wir bestimmte Sachen erforschen können und dann finden wir Dinge heraus über ältere Völker, die es früher mal gab, die aber ausgestorben sind, wie hier die First League zum Beispiel. Dann haben wir hier die Anomalien, die wir entdeckt haben. Da können wir dann, also wir brauchen nicht mühsam auf der Karte uns die zusammensuchen, sondern wir können hier auch entscheiden, der soll das mal jetzt erforschen. Machen wir aber nicht. Und hier sehen wir die Siegbedingungen. Momentan bin ich auf dem 9. Platz. Das heißt, 8 Leute sind über mir und wenn jetzt das Spiel enden würde, dann hätte ich verloren. So, das nächste ist der galaktische Markt. Der ist auch sehr praktisch. Weil, wenn einem zum Beispiel die Mineralien ausgehen, kann man hier welche kaufen für Energie.
Oder wenn man zu viel Nahrung hat, kann man welche verkaufen und kriegt dafür Energie. Und man kann dann später auch die komplexen Ressourcen kaufen. Die strategischen Ressourcen kann man auch kaufen, aber man muss erst einen Grund haben, die zu kaufen. Momentan kann ich das noch nicht. Gut, das ist der. Ja, und dann gäbe es hier noch die Option für den Sklavenmarkt. Aber da wir eine Demokratie sind, haben wir keine Sklaven. Aber wir könnten später, wenn wir andere getroffen haben, könnten wir Sklaven kaufen und die dann quasi befreien und in unserem Empire ansiedeln. Beziehungsweise, wenn wir sie kaufen, sind die automatisch befreit, weil wir keine Sklaverei haben. Gut, dann Planeten und Sektoren. Da ist hier die Übersicht über die, könnte man umbenennen. Das ist der Erdsektor. Da ist momentan nur die Erde drin. Hier sieht man, welche Distrikte, was für Leute drauf wohnen und was der Input und Output des Planeten ist. Dann gibt es hier ein Shared Stockpile. Das ist, wenn man jetzt mehr als einen Sektor hat und man hat andere Sektoren, weil ich weiß nicht, weil man so großes Gebiet mittlerweile besiedelt hat, dass es unübersichtlich wird. Dann kann man Sektoren automatisieren und die greifen dann auf dieses Shared Stockpile zu. Da kann man dann Energie und Mineralien reintun, automatisch, damit die von dem Zeug dann Sachen bauen können in den Sektoren. Aber das haben wir noch nicht. Dann haben wir hier den Expansion Planer. Da sehen wir alle Welten, die besiedelbar sind. Momentan ist da nur der Mars. Den könnten wir terraformieren irgendwann und dann können wir den besiedeln. Aber das geht noch nicht. Da würde demnächst dann auch hier diese Tomb World dazukommen. Okay, dann Policies, das sind so politische Entscheidungen, die man treffen kann, die dauerhaft quasi die Regeln, die für unser Empire gelten, verändern. Zum Beispiel könnte man hier sagen, es soll erlaubt sein, dass ich die Leute zwangsumsiedle oder hier Sklaverei ist bei mir zum Beispiel immer verboten, wie man hier sieht. Aber hätte ich ein autoritäres Empire, könnte ich das erlauben. Ne, könnte sagen, hier, die Leute sollen nicht so viele Kinder kriegen, weil wir haben Überbevölkerung überall, könnte ich Population Controls anstellen, aber das lassen wir mal. Das ist momentan nicht das Problem. Und dann gibt es Edikte, das ist ein bisschen so ähnlich wie die Policies, bloß Edikte sind immer von begrenzter Dauer und haben Kosten. Also die meisten Kosten. Ich habe noch nicht sehr viele erforscht, aber die meisten kosten hier Influence. Gut, dann das kennen wir schon. Da kann man die Traditionen, wenn man genug, oh, haben wir gleich, nur noch einen Monat. So. Zack. No, jetzt ist eine Tradition available und die kann man jetzt hier aussuchen. Und auf den Bildschirm kommt man halt auch hier. Das gibt einen zweiten Reiter, Relics. Da kann man in diesen archäologischen Ausgrabungsstätten kann man unter Umständen Relikte finden, die dann ja, bestimmte Sachen machen, verschiedene Sachen. Und die kann man hier anschalten. So, dann gibt es den Ship Designer. Können wir erstmal vernachlässigen, weil der Computer macht selber Schiffsdesigns, der packt immer die besten Bauteile in die Sachen rein, die man gerade hat. So baut man immer automatisch dann moderne Schiffe. Aber hier könnte man Sachen reintun, zum Beispiel Power Generation 20, okay. Und das dann abspeichern als neues Schiff, aber das lassen wir mal. Dann haben wir hier den Fleet Manager. Hier kann man gucken, welche Flotten habe ich. Ich habe jetzt momentan nur diese eine. Und dann kann man hier einstellen, die soll mehr Schiffe haben. Sagen wir mal, ich will da 10 Korvetten drin haben. Und dann kann man auf diese Schaltfläche drücken, das Verstärken der Flotte. Zack, dann baut er automatisch die Schiffe, die fehlen, wenn er sich die leisten kann. Jetzt ein. Ich glaube, ich müsste 3 Schiffe mehr bauen, damit die Flotte vollständig ist für die 10, die ich gerade eben hier eingestellt habe.
aber die kann ich mir momentan nicht leisten. So, dann kommen wir hier, Technologie, das kennen wir schon. Hier können wir einstellen, wer was forschen soll und Wissenschaftler entlassen und anstellen. Ja gut, denn hier gibt es politische Factions, die man in seinem Empire hat. Momentan habe ich noch keine, also wird hier nichts angezeigt. Hier könnte man, also hier wird gezeigt, welche Systeme man von gegnerischen Empires claimt. Haben wir auch noch keine, weil wir keine gegnerischen Empires haben. Hier sieht man, was für Spezies man in seinem Empire hat. Wir haben momentan nur Menschen. Und hier ist eine Übersicht über alle Anführer, die man hat. Gouverneure, Wissenschaftler, Admiräle und Generäle. So, so viel dazu. Machen wir mal weiter. So, das hat er jetzt fertig. Dadurch haben wir jetzt aber auch wieder weniger Mineralien, weil er einen Teil der Mineralien gleich umbaut in Consumer Goods. So, wir sehen, hier ist alles ausgegraut. Das ist ausgegraut, weil wir Sachen auf der Welt haben, die im Weg sind, wo wir nicht weiter ausbauen können. Die ist zwar an sich größer als das hier. Wir hätten drei mehr Distrikte, die wir anlegen könnten. Aber momentan wird das halt behindert. Und zwar von diesen Teilblockern her. Das sind Sprawling Slums. Great Pacific Garbage Patch. Das ist die Plastikinsel im Pazifik. Und Industrial Wasteland. Das ist halt, ja, eine industrielle Ödnis halt. Die können wir für Geld in diesem Fall entfernen. Das ist auch mal ein Bauauftrag, den wir machen können. So. So, ich stelle mal eben das Mikro. Hallo. Okay. So. System Survey concluded. Ah, das System mit der Tomb World ist fertig erforscht. Jetzt finden wir wahrscheinlich auch, also hier gäbe es mögliche City-Distrikte, mögliche Generatoren-Distrikte, ein paar Mining-Distrikte und ein paar agrikulturelle. Insgesamt sehr groß mit 21, größer als unsere Heimatwelt. Und jede Menge Anomalien hier drin. So, jetzt hat er das zweite System hier fertig. Hier haben wir Physikressourcen und eine zweite Ressource, SRO. Das Problem ist nur, die wird hier grau angezeigt, weil wir momentan nicht die Technologie haben, um das auszubeuten. Und jetzt können wir hier weitere Distrikte bauen. Construction completed. System survey concluded. Und eine weitere Tradition. So. Ja, ich denke mal, für den Anfang reicht das. Ah, hier haben wir eine Ocean World. Die ist sehr nah dran an der kontinentalen Erde, von der wir kommen.
Insofern hätten wir hier jetzt wahrscheinlich eine Habitabilität von etwa, keine Ahnung, 60 bis 80% oder so. Dafür ist sie sehr klein mit 12. Aber das ist vielleicht unsere erste Kolonie, weil hier haben wir 10%. Das heißt, die Leute wären hier sehr unzufrieden. Okay, aber das war's für heute erstmal. Bis dann.